Gyako? Okay, ich hab. Gyako. Einige von uns möchten nachts tatsächlich schlafen. Sie müssen nicht damit aufhören, ihre Freundin in ihr Apartment zu schmuggeln, aber bitte schallosieren Sie ihr Zimmer. Schallisolieren Sie ihr Zimmer. Ihre schlaflosen Nachbarn. Okay, Jaco. Sie lümmeln sie. Faust. N. N, wir haben uns so lange wie möglich. Oh, wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet, aber es ist hier nicht mehr sicher. Wir haben alles abgeschlossen und sind mit einigen Leuten von Sigma und Delta gegangen. Komm schnell zu uns in den Garten. Warte nicht, geh einfach. Thomas. Entschuldigung. Da muss ich kurz gähnen. Tja. Klack. Okay, nichts Böses hier. Gut. Ja, das ist Adas Zimmer. Sie hat nie gelernt, richtig aufzuräumen. Yep. Okay, eine Art Würfel. Mit einer Flamme drauf, okay. Schachspiel natürlich. Spiel der Könige. Sagt man ja so schön. Und hier wieder so ein Zeichen. Was hat das auf sich? Erste Hilfe kosten. Okay, hier ist ein Wasserzeichen, könnte das sein. Oder Luft. Ein neues Feuer zähmen, um die Menschheit über ihre materiellen Grenzen hinaus zu erheben. Du hattest schon immer große Träume, Ada. Ja. Dreieck. Ah, hier haben wir Luft. Das sind anscheinend die vier Elemente. Also, was hatten wir hier? Feuer, Wasser, Luft. Das ist dann wahrscheinlich Erde. Okay. Oh, ein bisschen rissig hier. Pizzakartons? Wer weiß. Und. Oh. Das könnte Erde darstellen. Die Berge. Ich habe diese Fotos seit Jahren nicht gesehen. Wir waren bloß Kinder. Wann hat das aufgehört? Die beiden jungen Archer-Mädchen aufgenommen von ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod. Oh. Hey Rose, wo bist du? Ich habe dein Apartment gefunden. Wenn wir es lebend von diesem Schiff schaffen, muss ich wissen, was los ist. Du erwähntest zum Beispiel, ein Zukunfts-Du hätte mir den Brief geschrieben, der mich hierher geführt hat. Was soll das eigentlich bedeuten? Meine Forschung beschäftigt sich mit Schlupflöchern im Zeitfluss. Also werde ich in Zukunft diesen Brief schreiben und ihn irgendwie zurückschicken, um dich hierher zu bringen zur... Helios. Heilige Scheiße. Und ich glaube, ich weiß wie. Hör zu, Rose. Du musst mir ein paar wichtige Unterlagen beschaffen. Es gibt einen Geheimraum in meinem Apartment. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Spaß. Ja, danke schön. Viel Spaß. Hey, was ist das hier? Mister wollte wahrscheinlich noch ein Physikdiplom, das Ada bereits 1883 verlieren würde. Oh, cool. Mist, die wollte wahrscheinlich gerade was erzählen und dann, Bartwäsch. Bühnenmitte.
Okay. Gib den Tipp Bühnenmitte. Was? Ah, okay. Ah. Ah, das ist ein Safe. Hier hinter. Na. Ich habe eine Idee. Okay, der mehrteilige ist, glaube ich, Feuer, ne? Genau, der mehrteilige ist Feuer. Okay, das Ding hier eckig. Nee. Ein Hexagon? Nee. Wo war das Ding noch? Das war es, glaube ich, nicht. Das war ja das mit den fünf Ecken. Das ist Wasser. Das sind mit den mehreren Dreiecken, ne? Durch Luft, ne? Okay, das mit den mehreren Dreiecken ist Wasser. Ah, okay. Okay. Okay, das ist das Eck. Das Fünfeck, das ist das Dreieck. Ne, Viereck ist hier. No. Ne, mit den mehreren Dreiecken, aber die sind so trapezförmig. Das ist Erde. Okay. Ich glaube, ich komme da langsam hinter. Das ist Erde. Ah, jetzt. Das ist. Ich nicht. Das ist Wind, genau. Dreieckig ist Wind. Das ist. Ja. Feu, feu. Was? Okay, ein Geheimgang. Komm an Bord der Helios. Dann sehen wir uns wieder. Lachen zusammen. Hat man gerade gehört, so ein im Hintergrund, ganz leise. Hat sie sich vor den Ratten geekelt. Okay. Ein Geheimzimmer? Okay, hat sie hier ihre Liebschaften gemacht oder so? Oder was? Ein Zeitungsausschnitt untersuchen. Ein Elektronentheorie erreicht dann die Wahrscheinlichkeit der 4 Sigma. Okay. Das hatten wir schon gelesen. Das ist alles? Das sind die Forschungsunterlagen, mit deren Hilfe der Brief in die Vergangenheit reist? Ich hätte gedacht, die sind dicker. Hm? Ja, vielleicht hat sie sehr klein geschrieben. Wie läuft's? Ganz gut. Obwohl, ich glaube, ich habe einen Fehler in deinen tollen Berechnungen gefunden. So weit kommt's noch. Was hast du gefunden? Tja, du erwähnst masselose Gnomenvektoren, die sich mit relativistischen Löffeldimensionen überschneiden. Nichts von dem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Für mich genauso viel Sinn wie dein Notizbuch. Diese Gleichungen werden es dir ermöglichen, einen Brief in die Vergangenheit zu schicken? Ja.
Und da du ihn erhalten hast, habe ich das theoretisch schon getan. Oder werde es tun, je nachdem, wie man es betrachtet. Beruhigend zu wissen, dass ich zumindest lange genug leben werde, um ihn zu schreiben. Aber dieser Forschungsbericht bedeutet noch so viel mehr. Er könnte uns allen nutzen. Versprich mir, dass du darauf aufpassen wirst. Versprich es mir. Okay, ich verspreche es. Und was nun? Ich habe meine Aufzeichnungen in 2 Teile aufgeteilt. Du hast nur eine Hälfte davon. Ich bin dabei, die andere Hälfte zu holen. Ich muss nur durch die Biolabs und werde... Was zum... Verdammt! Wow, Ada? Ich bin eingesperrt! Ada! Ich bin in den Biolabs eingesperrt! Ada, was ist los? Wow, kannst du mich Hallo? Hören? Ada! Ada! Verdammter Scheißempfänger! Okay. Finde heraus, was die Übertragung blockiert. Okay. Ich hab Angst. Gut. Hallo? Unser Neuzugang. Es ist mir eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden, meine Liebe. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Ich bin Nikola Tesla. Ich weiß, wer Sie sind. Verschwinden Sie. Ich muss mit meiner Schwester reden. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Helios unter strikter Quarantäne steht. Und damit diese Quarantäne funktioniert, kann ich Sie und Lead Researcherin Archer nicht überall auf dem Schiff die Schutztore öffnen lassen. Der bislang entstandene Schaden ist bereits gravierend. Ich kann nicht zulassen, dass Sie es noch schlimmer machen. Daher müssen Sie beide an Ihren aktuellen Standorten bleiben, bis die Situation geklärt ist. Sie schließen uns ein? So sind wir leichte Beute für was auch immer da draußen ist. Seien Sie versichert, dass ich alles unternehme, um die Situation in den Griff zu bekommen. Genau. Und wie läuft's so, ha? Ein Schiff voller toter Wissenschaftler. Die berühmte Helios kurz vorm Untergang. Wo ist Ihre unbegrenzte Energie jetzt? Feigling. Kommen Sie der Sperrung der Alpha-Quarantäne. Okay. Ada, geht's dir gut? Ada! Hi, ich bin's wieder. Oh, Aubrey. Du bist das. Hm? Großartig. Erst werde ich eingesperrt und jetzt das. Eingesperrt? Du auch? Wie ich? Tja, nun, ich habe einen Profi-Tipp für dich. Such dir eine saubere Ecke. Eine, in die der Gestank des Todes noch nicht vorgedrungen ist. Das ist Schritt 1. Das ist nicht ganz die Hilfe, die ich erwartet habe. Kannst du mich hier rausholen? Tja, kommt drauf an. Wo bist du? Im Alpha-Quartier des Faraday-Bezirks. Eine Art Absperrtor kam herunter. Kannst du das öffnen? Was das angeht, kann ich mich darauf verlassen, dass du kommst und mir hier raushilfst. Meine Lage ist etwas komplizierter. Aubrey, die Tür. Bitte, bitte, bitte. Geh und hol deine Schwester. Ich verstehe das schon. Familie zuerst und so. Aber weißt du, ich habe auch Familie und ich sitze immer noch in der Falle. Hilf mir, dann helfe ich dir. Okay, Aubrey, abgemacht. Hilf mir, meine Schwester zu finden, dann kommen wir dich retten. Versprochen. Pfadfinder-Ehrenwort. Ausgezeichnet. Also, du musst etwas Abstand von dem Tor halten. Dann kann der Zauber beginnen. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du in Deckung bist. Okay? Sicher. Warte. Okay, ich bin... Alles klar, los geht's. Wow. Heilige Scheiße! Aubrey! Das Tor ist beinahe explodiert! Sorry, tut mir so leid. Meine Schuld. Eventuell habe ich etwas zu viel Saft durch die Leitung gejagt. Ich bin gleich wieder da. Ich führe nur schnell ein paar Diagnosen durch und gebe Benny ein High Five. Seine Arme müssten hier doch noch irgendwo sein. Klingt fantastisch. Gute Arbeit, Aubrey. Wir hören uns später. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, gucken wir uns hier nochmal um. Schöne Hemden. Oh, eine Maske, gut. Familienfoto der Browns. Carl Frederick Brown, seine Frau Astrid und der jungen Josephine.
Sind so stolz auf dich, Karl. Karl Frederick Brown. Was hat... Das sind ja immer so Namen von Berühmtheiten. Ich frage mich, was der gemacht hat. Ich werde es hoffentlich... Weißt du was? Ich mache mir mal eben eine Notiz. 34 Minuten. Karl Brown. Okay, so. Damit ich es nicht vergesse. Lover? Okay. Ach, der ist so eine Art Agent, oder wie? Lover, Vapor. This ship rat. Selbstgeschriebene Notiz. Friedliche Schafe leben glücklich grasfressend. Aber böse Wölfe jagen die Schafe. Zum Glück kümmert sich der Schäfer um die Wölfe. Und der Mensch belohnt den Schäferhund. Und der Mensch belohnt den Schäferhund für die Erfüllung seiner Pflicht. Ich bin dieser Schäferhund und ich kümmere mich um die Wölfe dieser Welt. Okay. Es klingt nach einem Typen C.F. Brown. Karl F. Brown. Es klingt nach einem Typen, der eine Mission hat. Okay, ich bin jetzt aus der Quarantäne heraus. Was sagen Sie nun, Mr. Tesla? Hihihi. Okay. Wie komme ich hier jetzt weg? Fragezeichen. Deine Zeit ist gekommen. Oh. Es wird bald alles vorbei sein. Rotes Blut für das Blut der Zeit. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Nein. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Ein Blatt rein. Die Zeit ist kein Fluss. Ein Dorn raus. Die Zeit ist kein Fluss. 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 Gehen Sie mit dem Verrückten mit dem Messer aus dem Weg. Okay. Whitechapel-Verbindung bestätigt. Es gibt es. Halte Deckung aufrecht. Ist Anweisung für die beantragte Koordinate. Koordinierte Festnahme vorliegen. Okay. Alter.